Und damit hallo und herzlich willkommen zu Stardew Valley hier auf dem Kanal Mehrspieler. Ja, ich habe mir gedacht, wir kümmern uns mal ein bisschen hier um unsere kleine Farm. Ich habe mir das Spiel ja, für die Switch habe ich das ja schon und für den PC habe ich es mir jetzt mal geholt. Oh, meine Axt ist nicht stark genug. Oh, wer ist das denn da? Hallo? Hallo. Wir testen natürlich auch den Multiplayer mal ein bisschen. Was ist das? Ah! Wir testen ein bisschen den Multiplayer. Aus der Schlacht im Regen. Ja, also ist ja jetzt die... Wie kann ich nochmal meine... Ah, so kann ich es abfinden. Ist ja jetzt quasi die Beta von dem Spiel erschienen, von dem Multiplayer so rum. Und deshalb testen wir jetzt mal ein bisschen diesen Multiplayer an. Deshalb habe ich mir das Spiel jetzt auch mal für den PC geholt. Ja, also ich habe schon ein bisschen Plan davon, wie das Ganze funktioniert. Die PC-Steuerung ist noch ein bisschen neu, je nachdem. Hallo? Au. Ich würde sagen, Paul, wir sollten vielleicht gucken, dass wir mal Schwerter bekommen, oder? Ja. Wollen wir mal hoch zur Abenteuer-Gilde gehen? Ja. Komm ich mit. Nö, wir lassen. Du musst auf die Farm aufpassen, Tim. Boah, ich habe keine Energie mehr. Nee, dann geht's mal ohne mich. Du brauchst auch ein Schwert. Ja, warte, aber wir können uns ja auch. Zeug. Auch kein Schwert. Dann können wir das wahrscheinlich auch craften. Ja, vielleicht können wir dir eins mitbringen. Ja. Ich hab noch Pastinakensamen. Alles in die Samentruhe. Hier ist die Samentruhe. Ja, Tim, baust du dann so lange die Samen noch an? Okay. Nice. Ja, ich habe mir das Spiel irgendwie schon immer so für den Multiplayer gewünscht, ein bisschen. Weil es alleine schon echt Bock gemacht hat, aber wenn man in einer Gruppe gemütlich ein bisschen zusammensitzt und das zockt, das ist, glaube ich, ganz nice. Aber wahrscheinlich jetzt nichts Hochspannendes oder so, aber... Also mit dabei sind übrigens Paul, das ist hier der bei mir, und Tim, das ist der andere. Hallo. Hallo. Hab ich ja vergessen. Tim ist ein weiblicher Roboter und Paul ist originalgetreu. Wie ist das bei einem Feld? Wenn man da drüber läuft, geht das kein kaputt, oder? Nein, kannst du drüber laufen. Kann man eigentlich sprinten, Paul? Nee, du kannst nur noch langsamer laufen. Ja, weil ich meine, da stand. Ein Pferd holen. Weil ich meine, als die Steuerung erklärt wurde, stand da irgendwie Rennen oder so für Shift und dann drücke ich Shift und ich schleiche. Naja, schleichen ist das nicht gerade. Bewegt sich aber noch nicht. Wir kommen noch gar nicht durch. Ah ja, stimmt. Kommen wir irgendwann erst, also müssen wir uns wahrscheinlich erstmal einfach ein bisschen um unsere Farm. Und vor allem vorstellen müssen wir uns, Paul. Ich habe mich schon ein paar Leuten vorgestellt. Ach so. Hallo. No. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Ich bin Maru, ich habe mich darauf gefreut. Ja, gut. Ich lese einfach nichts mehr vor. 10.000 Gold und 450 Holz kostet es, um unsere Hütten zu erweitern. Junge. Hast du jeden in der Stadt schon getroffen? Das klingt anstrengend. Nee, habe ich noch nicht. Im Augenblick. Ach, du streamst gerade. Nimm's nicht auf. Nimm auf. Warum? Weil du gerade Sachen beantwortest. Ja, die Frage von Robin. Dem Charakter. <Ach so>. wie spricht denn Demetrius? Ist das? Junge, der geht ja richtig ab. Örtlicher Wissenschaftler und Vater ist örtlicher Vater, Junge, das ist krass. Danke, dass du dich mir vorstellst. Ja, bitte. Hier oben war keiner mehr, Paul. Nee. Naja, da ist Sebastian noch in seinem hier ist ein Zimmer, Keller. Aber zu dem kommst du nicht. Du bist nicht gut genug mit Sebastian befreundet, um in sein Schlafzimmer zu gehen, Herr Ripp. Ja, der mag dich nicht. Ich merke das schon. Müssen wir uns jetzt alle jedem vorstellen oder so einzeln ein bisschen im Kreis? Also. Weiß nicht, bei der Weltfortschritt ist euer Journal an.
Guckt mal, wie vielen Leuten ihr euch schon vorgestellt habt. Wir bestehen 6 von 27. Wo kann ich das nochmal sehen? Ach, hier bei dem Ausrufezeichen. Unter dem Geld ist das Ausrufezeichen? Ja, genau. Auf zum Sag Hallo. Ich habe mich 4 von 28 Leuten vorgestellt. Ja, krass. Ja, dann müssen wir uns einzeln vorstellen. Erste Schritte. Wenn du Bauer werden willst, dann musst du mit den Grundlagen anfangen. Ja, das kennen wir schon. Hacke, bewässere jeden Tag dein Feld. Okay. Baue Pastinaken an und ernte sie. Eine Quest. Ach so, ich hab schon so ein Artefakt gefunden, was ich im Museum unterbringen kann. Ich habe mir gerade die Angel abgeholt. Ach, du hast bei Willi. Ich bin überarbeitet. Ja, schlafen. Okay, ja, warte, ich komme auch gleich rüber. Ich sag noch hier mal Hallo. Bei Alex. Weil du bist also der neue Typ. Hm? Cool. Gucken, hier in der Kneipe kann man auch bestimmt jemanden kennenlernen. Oh, irgendwie nur 2 Leute da. Obwohl, jetzt kann ich ja nicht einfach weiterarbeiten, wenn ich hier schon überarbeitet bin. Ja? Was heißt denn als Verwalter arbeiten? Oder ist Sebastian? Oh, da ist Pam. Junge. Hey Kind, ich heiße Pam. Hi. Pam kannst du aber leider nicht heiraten. Oh, da ist Lea. Ich weiß, das wird deine Träume zerstören. Aber die Tochter von Pam. Penny. Ja. Die Lea, aber Simon steht doch auf Pam. Die Lea werde ich locker heiraten, ich sag's dir. Beim Singleplayer-Run habe ich die Blonde da geheiratet. Die dich immer so komisch anzickt am Anfang. Hayley. Genau, Harley, in der Hayley. Finde ich mega lame. Die wird echt nett, wenn du die besser kennenlernst. Aber es ist halt so die 0815 Blondine. Ja, das fand ich voll lustig. Oh, ich bin eingeschlafen. Was? Wo bist du eingeschlafen? Mich immer. Da hab mich zu meinem Bett teleportiert. Ja, ich komme. Wo bist du, Paul? Ich bin gerade am Fluss und probiere meine neue Angel aus. Ach so. Dann willst du auch mal zurückkommen, dann können wir schlafen gehen, dann kann Tim morgen auch wieder was machen. Vergessen, wie angeln geht. Ach, da muss man das hier dann mit einer Maustaste machen, oder was? Ja. Ja, ich kenne das hier also noch von der Konsole. Kannst du mal probieren, deinen Joy-Con anzuschließen? Zweifle, dass es geht. Kann ja sein, dass es auf der Tastatur liegt oder so. Oder bist du? Hallo? Warte mal, bleib mal stehen. Au. Du sollst mich nicht angeln. Da liegt noch irgendwo Kohle rum. Ich könnte das ja noch holen. Ist er doch wieder unterwegs, Tim. Wir liegen ja, im Bett, langsam Tim. Halt. Lieg ich mal ins Bett, Tim. Wir liegen jetzt schon im Bett. Ah, ja, die Kohle brauchen wir. Da läuft er nicht. Kann ich schneller. Hier, ich hab die Kohle. Guck mal, wenn ich jetzt hier was kaputt mache, wenn ich so schlagen will, das ist mega langsam. Jetzt gehe ich wieder schlafen, glaube ich. Ja. Tschüss, Tim. Jetzt ist er weg. Werde ich morgen einen dicken Kater haben. Was machst du da, Paul? Auch dem Tim die Kohle zu geben, aber ich kann sie nur an dich geben. Nacht. Ach, oh, dann fang ich auch noch an zu gähnen hier. Eine Muschel. Ja, Junge, ja. Heftig. Ja, ich habe so ein Artefakt, das können wir mal im Museum vorbeibringen auch. Okay. Wo hast du das her? Habe ich ausgebuddelt. Ja, habe ich auch. Habe ich gerade auch. Aber Jungs, Felder gießen, los. Kohle. Zu dritt ist man hier ja schnell durch mit Herzchen. Warum habe ich dir jetzt nur eine gegeben? Derzeit.
Oh, neue Post. So. Oh. Nein, du sollst. Ah, ich komme nicht so ganz. Ich muss die Maus auch dahin halten, wo ich ihn gießen will, oder was in die Richtung? Ja. Ich habe eine Post von der Klinik bekommen und ich muss 67 Gold bezahlen, weil ich so ohnmächtig geworden bin. Ach Mann, Tim. Tim. Okay, ich passe jetzt. Das ist unser Gold. Vor allem, wie oft bist du bitte ohnmächtig geworden? Und dann nochmal eine neue Post, wo 60 bezahlen, weil ich nochmal ohnmächtig geworden bin. Gut, Tim, gut. Ich hab das halbe Energie nur. Oh. Okay, meine Energie ist auch schon wieder fast da. Krass, wie schnell das am Anfang geht, wie die Energie aufgebraucht wird. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall mal. Das meine Artefakt. Energie war halt schon vor 12 Uhr mittags weg, deswegen. Ich geh mal das Artefakt rüberbringen. Ja, sonst müssen wir halt notfalls nachmittags schon schlafen gehen. Oder ganz viel mitgerissen. Machen wir Rentner live. Oh. Ich habe eine Geode gefunden. Shane, was willst du? Lass mich in Ruhe. Beim Spiel weiß. Kannst du auch ja, beim Geoden Spiel aufmachen. Kann man aufmachen. Oder ist Paddy? Wir haben viel Glück in einer kleinen Stadt wie unseren. Warte, was? Wir haben viel Glück, in einer kleinen Stadt wie der unseren eine Bibliothek zu haben, so rum. Und ein Leseprofi, Paul. Ja, musst du nicht auch eigentlich jeden Donnerstag und Dienstag mit ihr in die Bibliothek, um lesen zu lernen? Nee, das ist seit neuem Mittwochs und Freitags. Ja. Oh, hier kann man im Sommer Eis kaufen. Cool. Und wo rennt der hin? Alter, warum sprintet? Achso, das bist du. Rip. Ich wollte gerade mit dir reden und dann rennst du einfach weg. Oh, Junge, ich bin im Museum. Eine Sequenz. Oh, ich habe ein Nikoid bekommen. Entsetzlich. Nicht ein einzelnes Stück in der gesamten Kollektion. Junge, der springt richtig im Kreis gerade. Was meinst du? Du hast etwas gefunden? Lass mich es sehen. Okay, ich gehe schlafen. Bemerkenswert. Gedacht. Es ist sehr alt. Ich würde es gerne genauer unter die Lupe nehmen, aber es gehört dir. Oh, ich habe eine voll gute Idee. Schön, Lefty, wir sind gerade mitten in der Aufnahme. User was moved out of your channel. User was moved channel out of your channel. Der Korb für Lefty. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Würdest du eventuell... Hey, wake up! Stumpfst du mich an. Aha! Würdest du eventuell neue Fundstücke wie Artefakte oder Minerale spenden? Wir könnten zusammen bahnbrechende Entdeckungen machen. Oh, und wer weiß. Wenn du weiter spendest, schicke ich dir vielleicht das ein oder andere interessante Gegenstand, über den ich stolper. Taipa hat das Museum da schon was gespendet. Cool. Hast du das? Ach so, das hast du aus deiner Geode. Ja. Wenn du etwas spenden willst, bring das Objekt zur Rezeption. Okay. Durch Gegen verliert man keine Energie, oder? Ja. Oder? Wie bitte? Durch Gegen verliert man keine Energie. Warum überhaupt? Glaub nicht, ne? Oh, Paul, wo soll ich denn mein Fundstück platzieren? Drei Tage. Wow, du hast eine verrostete altes Stück Metall gespendet. Kann man sich anschauen, was das ist? Nee. Rostiger Sporn, ein alter Sporn, der einst am Schuh eines Cowboys angebracht war. Die Einwohner müssen hier Tiere wohl schon seit vielen Generationen gezüchtet haben. Doch voll historisch bedeutend. Ich finde das ziemlich bedeutend. Vom Historik her. So, gerade in dieser Cutscene? Ne, die habe ich schon gestern gehabt. Welche Cutscene? Kannst du da hinlaufen, zu der Cutscene? Glaub nicht, ne. Welche Cutscene? Zumindest
Beim Simon gerade hat das nicht funktioniert, der ist gerade am Steg. Ich seh dich aber jetzt. Ja, du siehst mich. Ich bin gerade im Julia. Du stehst jetzt auf dem Willi drauf. So. Wollte jetzt mal gucken, aber ich kann ihn nicht umbringen hier im Julia-Markt. Dann gehe ich wieder. Wir sind ja schon einig, dass wir den Julia-Markt in den Bankrott treiben werden, oder? Nein. Ah, okay, jetzt erinnere ich mich, wie es fischen geht. Hi, ich bin's Clint. Du weißt noch immer nicht, wie fischen geht. Doch, jetzt weiß ich wieder, wie es fischen geht. Ich mach's gerade. Ich hätte das eben auch erklären können. Ich geh mir auch mal meine Angel holen, bevor ich das wieder vergesse. Oh, eine Zwischensequenz. Oh, ist ein harter Brocken. Ahoi, Bürchen. Ich habe gehört, es gäbe einen Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Eigentlich müsstest du das vorlesen, Paul. Ich wette, du hast so einen richtig norddeutschen Dialekt drauf, wenn du möchtest. Ahoi! Ah, ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten. Nach einem ganzen Monat auf der gesalzenen See war ein ziemlich großer Fang. Eine Menge guter Fische verkauft. Endlich genug gespart, um mir eine neue Angel zu leisten. Hier, du kannst meine alte haben. Wie viele alte Angeln hat sie erst nochmal übrig? Mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was von meinem Laden. Boah, ich hab eine Angel. Ihm gerade Fisch verkauft. Du erhältst Bambusstange. Hier im Tal gibt's gutes Wasser, alle möglichen Fische. Oh ja, mein Laden ist jetzt wieder offen, also komm vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Ich kaufe auch alles, was du fängst. Wenn's stinkt, verkauft sich bestimmt. Gut. Oho, das hat mein alter Vater zumindest immer gesagt. Hey, dann können wir Simon verkaufen. Ich will nicht verkauft werden. Und jetzt raucht er sich gerade ein und guckt aufs Meer. Okay, angeln. Wie geht's? Ich hack dir gerade auf Steine rum. Also, einer von euch? Ich stelle mich gerade den Senioren vor. Ach so, da ist dieser Typ bei der Höhle. Wir können doch gar nichts abdrücken. Nee, wir können noch nicht zur Höhle da. Nee. Oh, ich habe einen Fisch gefangen. Gotteslachs, 20 cm. Oh Leute, es gibt einen Auftrag am schwarzen Brett. Ah, ich komme. 20 Kupfer. 20 Kupfer. Müssen wir an Clint liefern. Ja, und dafür müssen wir erstmal, glaube ich, ein bisschen Höhle klären. Oh geil, ich habe 250 als Belohnung für Archäologie bekommen. Habe ich auch schon. Ach, hier ist der Bürgermeister. Na, wie war deine erste Nacht in der alten Hütte? Oh, mehr da nichts zu sagen. Spannend. Ah, hier ist das schwarze Brett. Habe ich jetzt denselben Auftrag? Erstmal angeln. Aushilfe gesucht. Ach, hattest du nicht die Angelherausforderung oder hast du die schon gemacht, Paul? Dann habe ich eine andere. Ich muss 3 Gotteslachse fangen. Wie lange habe ich dafür Zeit? Wenn wir jetzt so mit Lukas noch spielen, dann können nur wir quasi mitspielen oder kann dann noch jemand anders so den Platz einnehmen? Ich glaube nur wir. Also ich habe ja noch das Häuschen für Lukas, aber ich glaube, das ist dann so. Man hat ja dann den Slot quasi da angenommen, ne? Ja, oder kann halt auch sein, dass. Nee, ich weiß nicht, ob. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich würde auch denken, dass nur wir spielen können, ne? Ja. Alter Tim. Erschreckt mich doch nicht, so spawnt er aber mal vor mir. Ja gut, lass mal Richtung Bett gehen, Tim, oder? Paul, wie sieht's bei dir aus? Ja. Also ich habe ehrlich gesagt noch halbe Energie, ich könnte noch ein bisschen sammeln. Ja, Tim, wie sieht deine Energie aus? Ja. Okay. Man kann ja so Blumen sammeln. Tim hat keine Energie mehr.
Ich habe übrigens schon ein bisschen Lehm gefunden. Brauchen wir Lehm? Peter? Wofür? Ach, für die Gebäude, ne? Zum Beispiel, ja. Bei diesen Quests an dem Board hat man da ein Zeitlimit? Ja. Ja. Schaffen wir das? Ich habe 2 Tage zum Fischen. Passiert nichts, wenn man sich failt. Was hast du denn für eine. Einfach annehmen. Was hast du denn für eine Quest? Hatte. Ja, das. Ich hatte halt Fischen. Gramm. Nee, nicht 150 Gramm. 150 Gramm. Ein Erdkristall. Ja, ein Erdkristall. Habt ihr einen? Nee. Aber es ist krass, dass wir alle unterschiedliche Herausforderungen haben. Das finde ich ganz cool. Oh, wir sollten gehen, Paul. Die Monster werden angezogen. Es wird auch sehr dunkel. So, ich liege im Bett. Ich jetzt auch. Total schnell noch meine Samen. Hey. Finde ich auch sehr wichtig, dass wir alle immer im selben Bett schlafen. Ja. Alles andere wäre auch langweilig. Habe ich wieder das Geld rausgeholt für meinen. 4. Tag im Frühling. Ja, 1. 5. Tag im Frühling. Lol. Yep. Ach, lass mal, sollen wir uns mal ein bisschen Saatgut kaufen oder so? Oh, diese Hahn. Mal Wetterbericht. Oh, hier draußen morgen. Steht irgendwer. Hä? Es ist. So, bei mir steht hier Mani. Hallo Simon. Siehst du den Hund hier? Oh, ein Hund. Bei mir sind nur Rosenblätter. Simon, sein fliegender Hund. Hirschblätter. Hirschblütenblätter. Ja. Ich habe ihn an deiner Hofeinfahrt gefunden. Ich glaube, er ist ein Streuner. Armes kleines Ding. Er hat einen Halsband an. Halsband an. Er scheint ihm zu gefallen. Hey, meinst du nicht, dass du deinen Hof einen, dass dein Hof einen guten Hund gebrauchen könnte? Und akzeptieren, ja. Name Martin. Okay. Komm her, Martin. Sei ein braves Hündchen, ja. Wuff, wuff. Jetzt habe ich eine Sequenz. Okay, läuft bei euch jetzt oben ein Hündchen rum? Nee. Mein Hund ist. Der Hund ist weg. Kein Hund mehr da. Ja. Ich bin schon wieder am Angeln. Okay. Verkauft ihr die Fische auch? Oder? Unsere geschätzte Joja-Kollegin. Ja, ich brauche noch. Ich gehe mal ans Meer gleich noch Gotteslachse suchen. Das sind die, die ich für meine Aufgabe brauche. Und ich gucke mal, was. Erdkristalle herbekommen? Ich weiß, wo kriegt man Erdkristalle nochmal her? Bei Google. Oh, ich habe gerade die Sequenz mit dem verlassenen Gemeindeheim. Oh, die habe ich auch. Hallo. Aber ich habe trotzdem das Angel-Minigame im Vordergrund. Ja, ist noch eine Beta vom Multiplayer. Was für ein Schandfleck. Ich glaube, du hast gerade von deiner Bude geredet, Paul. Das ist unser Gemeinschaftszentrum von Pelikan. Oder zumindest was davon übrig ist. Es war mal der Stolz und die Freude der Stadt, immer gut besucht. Jetzt schau es dir einfach an, es ist eine Schande. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber vor ihrem Fernseher sitzen, als sich mit der Gemeinde zu beschäftigen. Ja, aber es ist, kann ich so unterschreiben. Aber lassen wir das, ich klinge wie ein alter Trottel. Ja. Der Joja-Konzern drängt mich schon länger, dieses Stück Land an sie zu verkaufen. Damit sie ein Warenhaus daraus machen können. Die Stadt könnte das Geld gebrauchen, aber irgendwas hält mich davon ab, es zu verkaufen. Ältere Menschen wie ich hängen eben an Relikten der Vergangenheit, wie dem auch sei. Guter Cut. Hat die Katzen haben wir jetzt alle von uns gesehen, oder? Ich sehe die gerade immer noch. Hab ich geskippt. Ich auch. Ja, ich lese sie euch auch vor. Wenn sich noch irgendeiner
eine Mitgliedschaft im Neurozentrum holt, werde ich es einfach verkaufen. Läuft. Lass uns reingehen. Will ich reingehen? Schon drinne. Ja, ich hab gerade gesehen, wie du vorgerannt bist und jetzt kam Tim hinterher. Seht ihr den Typ jetzt auch oder laufe ich? Bin ich gar nicht da bei euch? Nee, wir sehen dich nicht. Achso. Ich hab gerade gesehen, wie Tim hier einfach irgendwie das Haus gegossen hat. Was ist das? Vincent und Jas müssen hier gespielt haben. Hier sieht es sogar noch verwahrloster aus, als ich dachte. Was? Oh, wir können jetzt in die Mine. Was ist los? Ist dir schlecht? Nein, ich glaube, ich habe da was gesehen. Du hast etwas gesehen, hm? Würde mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. Wie ich ausraste. Ich habe auch eine. Ich mache mir Sorgen um dich, Simon. Hör zu, ich gehe nach Hause. Ich brauche etwas Mittagessen. Ja, er macht sich Sorgen, dann geht er einfach nach Hause. Hey, ich lasse diesen Ort von jetzt an einfach geöffnet. Vielleicht kannst du helfen, die ein oder andere Ratte zu fangen, wenn du Zeit zu viel hast. Ja. Ich hab ein Schwert bekommen. Warum hast du schon ein Schwert? Ich komme dich gleich töten. Merkwürdig, ich muss später zurückkommen, um dieses Gebäude genauer unter die Lupe zu nehmen. Alter. Komme ich hier raus und Paul hackt direkt irgendwie eine Hacke rum. Hast du schon ein Schwert, Paul? In der Mine musst du das abholen. Wo oben bei den. Ja, ich gehe gerade auch in der Mine. In der Mine rein. Okay. Bin auf dem Weg. Die Abenteurer-Gilde können wir noch nicht rein. Ja, Hauptsache erstmal was, um Monster zu schlagen. Da ist ein Augenmensch. Marlon. Ich habe gerade einen Blick in diesen alten Minenschacht geworfen. Er ist seit Jahrzehnten verlassen. Trotzdem denke ich, dass es dort unten noch gutes Erz gibt. Aber ein dunkler Ort, ungestört für so lange Zeit. Ich befürchte, Erze sind nicht das Einzige, was du da unten finden wirst. Hey, das ist Paul. Hallo. Hier, nimm das. Du wirst es brauchen. Du erhältst ein rostiges Schwert. Mein Name ist übrigens Marlon. Ich leite die Abenteuergilde da draußen. Ich werde dich im Auge behalten. Den Fisch, den ich habe? Hm? Siehst du den Fisch, den ich in der Hand hatte? Nee, ich sehe dich gerade nur rumlaufen. Ich weise dich und ich werde mir überlegen, dich aufzunehmen. So, zeig mal den. Wo bist du hin, Paul? Bin ich um die Mine runter. Oh. Hier ist gar nichts. Haben wir heute schon. Wir haben heute noch nicht gegossen, ne? Da müssen wir gleich dran denken. Ah, deswegen ist hier gar nichts. Der Tim hier schon unterwegs ist. Auf zum Supermarkt. Wie hält er denn auf? Beste. Ein Sneaker. Mal anziehen. So. Ja, Tim und ich am neuen Sneaker. Was? Ja, hast du einen Platz für Stein? Ich habe keinen Stein. Keinen Platz für Kohle. Platz für Kohle, aber ich habe keinen Platz für Stein. Da liegt noch was. Welche Saat sollen wir kaufen? Was war nochmal geil? Blueberries. Die gehen nicht im Frühjahr, oder? Genau. Ich habe Pastinaken, Bohnen,
Blumenkohl, Kartoffeln, Tulpen, Grünkohl, Zierlauch. Ja. Ich bin ja immer Fan von Sachen, die man einmal anpflanzt und dann bleiben die. Aber das geht, glaube ich, zur Jahreszeit noch nicht. Bohnen, oder? Ja, zum Beispiel. Ich auch mal ab. Muss man mein Inventar ausleeren. Tulpen, zwei Kartoffeln, Blumenkohl. Allerbeste sind die Cranberries. Bringen am allermeisten Geld. Was ist das auf Deutsch nochmal? Cranberry. Okay. Kranbeere. Bohnen? Ach ja. Wie viele Tage hat nochmal im Monat hier? 30. Sicher? Ja. Kannst du bei dem Shop, da gibt es einen Kalender. Genau, ja, warte dann. Ich glaube. Nein! Oh Gott. Jetzt habe ich gerade aufgehört zu reden und jetzt ist Pierre weg. Hat geklingelt, ich bin gleich wieder da. Okay. Ja, dann gehe ich noch mal ein bisschen angeln. Kannst du kurz zu mir kommen, Simon? Wo bist du? Mein Inventar ist voll und in der Höhle. Okay. Wir müssen gucken, wir haben schon 19 Uhr. So, dann komme ich gleich wieder. Wir müssen halt noch gießen, da müssen wir dran denken, sonst gehen unsere Sachen kaputt. Mhm. Hast du noch wichtige Sachen da oder gehe ich jetzt den Weg umsonst? Nee, du brauchst nicht zu mir kommen. Achso, dann gehe ich zurück. Oh, doch, komm zu mir, komm. Obwohl, nee, ich kann ein paar Sachen droppen. Dann gehe ich zurück. Ja, hier liegen nur dann Samen rum. Also. Ja. Da bin ich wieder. Komm schnell, Paul, wir müssen noch gießen, bevor es Nacht wird. Ist doch schon Nacht. Es ist 20 Uhr. 20 Uhr für dich Nacht. Kommst du noch zu mir oder nicht? Ich bin nicht bei dir. Dann musst du zu mir kommen. Liegt noch eine Pastinake oder sowas. Dann lass sie da oder was? Liegen. Ich bin jetzt schon bei Simon. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt zu weit weg. Komm einfach zurück, Tim. Lass den Schleim liegen oder so. Ja, lass einfach den Schleim liegen. Ja. Okay, dann haben wir alles gegossen, ne? Jo. Warte mal, ich habe hier Fische für dich, Simon. Mach die mal da in die Kiste rein. Nein, ich möchte das als Lichttyper anbieten. Gotteslachs. Und ich habe noch zwei Geoden. Kann ich mal morgen aufmachen. Ich brauche noch eine Geode. So. Kupfer und Tobatz. Okay. Wie war das nochmal? Ach, die Fische muss ich dann dem Willi bringen, ne? Ja, dem, der gefragt hat nach den Fischen. Ja, der Willi hat nach den Fischen gefragt, kennst du den doch. Aber hier ist ein Slug. Der Hund ist hier in der Bude und schläft, wie süß, ich habe ihn gestreichelt. Empfehlen uns Slime auf der Farm. Ja. Nice. Das waren meine Sachen, was war das? Sorry, ich hab nichts aufgehoben. Doch Harz habe ich aufgehoben. Frag mich, ob wir dann einen Zaun um unser Feld machen müssen. Ja, im Monster rumlaufen. Weiß ich nicht. Ich glaube später eh mal. Im Sommer kommen ja auch so komische Dinger. Ja, so. Ich würde sagen, das reicht dann aber auch mal für die erste Folge, wenn wir jetzt schlafen waren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Einfach ein bisschen haben und quatschen. Oh, eher gemütlich. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.